Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Mich haben noch einige Fragen zum Thema hierarchische Schaltpläne erreicht per Mail. Und die erste Frage lautet, kann man Teil- oder Baugruppenschaltpläne, dieser Teilschaltpläne, die ich ja im hierarchischen Schaltplan-Tutorial verwendet habe, auch in anderen Projekten verwenden. Ja, das geht und das zeige ich euch, wie wir das jetzt machen. Wir starten KiCad und sagen, wir möchten ein neues Projekt eröffnen und wir nennen dieses Projekt hier nochmal HiFi. Nennen wir es mal HiFi 2. Das soll jetzt unser neues Projekt sein und das wird ein hierarchisches Projekt. Wir wechseln dort dann im Anschluss hier in unseren KiCad-Projekte-Ordner. Wir sehen also hier unser HiFi 2 und die berühmten drei Dateien, die grundlegend erstellt werden. Als nächstes nehmen wir jetzt mal an, dass wir hier einige Projekte, Schaltpläne haben, die also aus einem vorangegangenen Baugruppenprojekt sind. Das nehmen wir jetzt einfach mal hier so an und ich mache das, um das jetzt hier mal zu vereinfachen, kopiere ich das hier rein. Das wäre jetzt also eine Baugruppe aus einem vorangegangenen Projekt, wo wir hierarchisch gearbeitet haben. Die kopiere ich mir hier mal rein und ich mache das gleiche nochmal hier mit diesem Projekt. Das kann ich mir jetzt also hier hereinkopieren, einfügen. So. Und wir wechseln zurück in KiCad und wir sehen also hier ist das auch schon alles ordentlich aufgeführt worden. Hier über Aktualisieren nochmal aktualisieren und wir sehen jetzt hier unsere beiden Projekte. Wir sind immer noch im Master-Schaltplan und wollen also jetzt hier diese beiden Baugruppenprojekte, die wir aus einem anderen hierarchischen Projekt jetzt mal herübergekopiert haben, hier drin einbinden. Das machen wir also wie folgt. Wir öffnen hier unseren Schaltplan-Editor und wir gehen hier mal ein bisschen zur Seite, dass ich das besser abtippen kann. Und wir wollen jetzt hier einen hierarchischen Schaltplan eröffnen. Das heißt, wir gehen hier auf hierarchischen Schaltplan erzeugen, ziehen den jetzt auf und jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen. Und zwar gehen wir jetzt hier her und müssen jetzt eingeben gsm-jagd slash aufpassen, die Windows-Fraktion muss hier bitte aufpassen, wegen groß beziehungsweise braucht nicht aufzupassen wegen der Groß- und Kleinschreibung, muss aber aufpassen wegen Backslash. Ich muss hier im Linux aufpassen auf die Groß- und Kleinschreibung und das Ganze ist dann hier gsm-jagd. .sch. Hier unten nennen wir es einfach gsm-jagd. So. Wenn ich jetzt auf OK klicke, werde ich hier gefragt, dieser Schaltplan existiert da bereits und wollen Sie verlinken? Klar, das wollen wir machen. Dasselbe machen wir hier nochmal mit unserem zweiten Projekt. Auch hier wieder passen wir mal die ganze Geschichte an mit Aufpassen, Groß- und Kleinschreibung. So, wenn wir das hier eingegeben haben, hier nenne ich es jetzt einfach mal 70 cm PA, der Name ist ganz klar, den müsst ihr dann natürlich richtig vergeben. Auch hier wieder werden wir gefragt, verlinken, jawohl. Machen wir Rechtsklick, Werkzeug beenden, Rechtsklick, Schaltplan öffnen, hoppala. Und wir sehen hier nichts weiter als Fragezeichen. Wir gehen hier nochmal raus, das gleiche hier drüben nochmal, Rechtsklick, Schaltplan öffnen. Auch hier sehen wir jetzt, hoppala, hier hat es irgendwas schief gegangen. Ist es nicht. Wir speichern das Ganze mal, wir machen mal hier einfach zu unser Projekt und starten KiCad nochmal neu. Dann wird der ganze Spaß nochmal eingelesen. Und wenn ich jetzt hier in meinen Schaltplan hineinwechsel, sehen wir, et voilà, alles wieder da. Die ganzen Bauelemente sind richtig eingezeichnet und auch verdrahtet hier. Und ich kann also
jetzt diesen Schaltplan nutzen. Damit sind die verlinkt. Ich kann jetzt hier entsprechend meine Labels anbringen, die Labels wieder einfügen in den Master-Schaltplan hier oben, dann Verbindungen herbringen und das Ganze dann entsprechend entweder in einzelne Dateien oder in eine zentrale Platine verbinden und bearbeiten. Die nächste Frage war, jetzt wird es etwas komplizierter, kann man Platinen in Platinen hineinkopieren? Ja, das geht, aber Vorsicht an dieser Stelle. Also die Frage war, kann ich jetzt hier in diese Platine eine andere Platine hineinkopieren? Mit der Masterplatine geht es eh nicht. Wenn ich die hier öffne, kann ich hier nur eine Kopie speichern, ich kann aber keine Platine hinzufügen. Es geht nur in diesen Unterprojekten. Ich mache hier nochmal zu. Ich öffne jetzt mal hier die Platine von GSM Jagd. Öffne das Ganze. Wir sehen also jetzt hier unsere Platine. Ich markiere sie mal und mit der Taste M schiebe ich sie mal hier nach unten. Und ihr seht, hier oben hat sich jetzt in der Menüleiste was geändert. Ich kann jetzt auch hier auf das Menü Datei gehen und kann jetzt sagen, hier Platine hinzufügen. Und ich füge jetzt einfach mal diese, Moment, hier unten unsere zweite Platine hinzu. Diese PA-Platine, die füge ich jetzt hier ein. Er malt jetzt, dass es hier gesperrte Elemente gibt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Und auch hier werde ich mal mit Move die ganze Geschichte hier reinziehen. So, wer sich jetzt freut und sagt, hey, da kann ich ja Baugruppen, die ich schon mal geroutet und im Layout zusammen erstellt habe, hier sogar mit meinen Umrissen und Edge Cuts und Bemaßungen, die kann ich ja dann hier rein kopieren und mir daraus eine neue Platine generieren, ohne dass ich das hier alles neu routen muss. Den muss ich leider an dieser Stelle enttäuschen. Ihr seht es nämlich hier schon, dass eine Netzlinie entstanden ist, nämlich zwischen diesen beiden Grounds. Das ist soweit jetzt erstmal okay. Ja, Ground ist Ground in den meisten Fällen, aber ich zeige es euch mal, wenn ich jetzt nämlich hier nochmal dieselbe Platine hinein kopiere, da sieht man es eigentlich relativ schön. Moment, ich gehe nochmal hier auf das und ich nehme jetzt hier nochmal, also ein zweites Mal diese Platine. Dann sehen wir hier, entstehen massiv viele Netzlinien, weil KiCad, das war jetzt hier auch schon, ich gehe nochmal zurück, ich mache es nochmal zurück, auch hier schon der Fall, dieses Netz Ground ist für ihn hier Ground in dieser Platine und Ground in dieser Platine und das versucht er jetzt zu verbinden. Genauso würde er jetzt hier zum Beispiel dieses Netz, ich zeige es mal hier, A0, würde dieses Netz hier in dieser Platine auch A0 existieren, ja, würde also hier ein Netz existieren, was A0 heißt, würde KiCad jetzt versuchen, das zu verbinden. Ihr habt es gerade gesehen, als ich die Platine eingefügt habe, hatte ich ja hier massiv viele Netznamen, die sind ja alle gleich und KiCad hat versucht, die zu verbinden. Jetzt haben wir aber ein Problem. In der Platine A muss jetzt das Netz A0 nicht unbedingt zwingend das gleiche Netz sein wie das Netz A0 hier. Das kann also eine ganz andere Funktion haben und vielleicht ist es möglicherweise gar nicht erwünscht, diese beiden Netze miteinander zu verbinden. Also da bitte aufpassen und da sollte man wirklich gut überlegen, was man da tut. Es geht, aber hier ist äußerste Vorsicht angesagt. Ich sag mal so, für kleinere Projekte, wo man vielleicht nur ein paar Bauelemente hat und eine Handvoll Netze, mag das alles funktionieren und dann verliert man vielleicht sicherlich auch nicht den Überblick und man kann das mit diesem Hineinkopieren machen und dann auch diese Platinen, auf gut Deutsch gesagt, zu einer Platine verheiraten. Bei größeren Sachen und vielen Bauelementen und der Wahrscheinlichkeit, dass sich da unwahrscheinlich viele Netznamen möglicherweise gleichen, würde ich persönlich die Finger davon lassen. Dann lieber diesen Weg beschreiten, den ich euch jetzt hier nochmal zeigen möchte. Ich breche das hier jetzt mal ab. Ihr nehmt hier die Schaltpläne, nehmt also zwei Schaltpläne von zwei Baugruppen, importiert die in diesen Master
Bauplan und erstellt jetzt hier auf der Master-Ebene eine Netzliste. Da werden ja automatisch alle Bauelemente auch aus den Unterschaltplänen hereingelesen. Natürlich auch eine Annotation durchführen hier über alle Schaltpläne in dem Fall vorher und dann diese Netzliste erstellen und hier einmal eine Platine neu generieren, dann seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite, auch mit dem DHCC-Check, der dann hundertprozentig funktioniert, dass ihr dann wirklich auf der sicheren Seite seid, dass hier nicht zwei Netze aus zwei Platinen, die rein zufällig dieselben Namen haben, miteinander dann verbunden werden und eventuell dann eine Fehlfunktion auf einer Platine entsteht. Also da bitte etwas Vorsicht. Soweit dazu. Und dann hatte ich noch eine dritte Frage. Kann man jetzt so ein Projekt hier nehmen, woanders hin kopieren und mit einem einzigen Befehl umbenennen? Also das heißt hier, was weiß ich, aus HiFi 2 mache ich jetzt HiFi 3 und hier wird alles automatisch umbenannt. Das geht leider nicht. Hier müsst ihr wirklich, wenn ihr sowas, so einen Fall mal habt, der dürfte ja nicht allzu oft vorkommen, müsste also wirklich hergehen, das Projekt dann woanders hin kopieren und händisch die Dateien einfach dann umbenennen in zum Beispiel jetzt hier HiFi 3 und könnt dann an dieser Stelle weitermachen. Das ist die Fleißaufgabe, die euch KiCad in dem Fall dann nicht abnehmen kann. Man kann es aber hier schön machen, auch aus dem KiCad heraus, Rechtsklick, Datei umbenennen. Geht also hervorragend. Das kann man hier mit allen Dateien machen. Und die Projektdatei hier oben kann man dann händisch umbenennen im Verzeichnis und die Verzeichnisse kann man hier auch oder muss man dann ebenfalls händisch umbenennen. Alle anderen Dateien hier, die LIPS und so weiter, auch die PCB-Datei kann ich hier aus dem KiCad heraus umbenennen. So, ich denke, damit habe ich alle Fragen beantwortet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß mit KiCad.